So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash of Clans. Heute ist irgendwie der Risi am Start anstatt der Barbar, der für mich baut. Ich werde ein paar Stunden hier ein paar Bauarbeiter freikriegen, kann wieder neue Elixier-Sammler bauen. Das Problem ist echt, die dauern immer so lange. Das ist schlimm, furchtbar, tragisch, wie auch immer. Ich habe ein paar Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon mit erwähnt hatte oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich gestern aufgenommen oder nicht. Pass auf, hier gab es ja dieses Event mit diesen Rammböcken. Habe ich übrigens gemacht. Und, genau, das Event ist auch abgelaufen. Jetzt kommt das zweite Event. Aber ich habe dran gedacht, in der Woche 1 noch das zu machen und habe da 250 Juwelen gut geschrieben bekommen. Muss nämlich 10 Angriffe gewinnen mit mindestens 3 Rammböcken auf meinem Level. Beim Main Account habe ich es nicht gemacht. Ich habe irgendwie keine Zeit oder so, da noch mich dran zu setzen. Ich habe ansonsten auch noch ein paar Erfolge zum Einsammeln. Zunächst mal Belohnung einfordern, von 500 Hindernisse entfernen. Und ich habe noch was anderes gesehen. Ich habe insgesamt 1200 Trophäen gehabt. Und habe ich die immer noch, wie auch immer. Gibt 450 Juwelen nochmal oben drauf. Und das ist echt eine fette Sache. Damit komme ich wieder auf über 1118 Juwelen. Und ich werde jetzt natürlich weiter farmen in der Hoffnung, dass ich auf 2000 komme, sodass ich die nächste Bauhütte bauen kann, weil das ist schon echt dringend. Schon echt, echt dringend. Überlegt mal, man. 250, das wird 20 Euro kosten. Das, nee, wird es nicht kosten, gell? Wie viel kosten denn 2000 Juwelen normal? Ja, ich würde mal sagen so 18 Euro. 17, 18 Euro würde es kosten, die eine Hütte freizuschalten. Wenn ich immer noch einen Monat oder so spiele oder zwei Monate, habe ich hier die 2000 voll durch Farmen, durch alles Mögliche. Würde ich grob mal schätzen, durch hier vielleicht mal ein Event oder was weiß ich. Und dann kann ich mir auch so holen. Na, dann mache ich das lieber so. Ich werde generell für die ganzen Clash-Videos kein Geld ausgeben und das werde ich auch eisern beibehalten, habe ich Anfang auch gesagt. Und ja, die unten im Dorf, so die, ja, die Minen und das alles, das nimmt langsam Form an. Ich habe angefangen, die halt zu upgraden und ich wurde nochmal größer, größer, größer. Ich habe immer von mir das empfohlen, ich upgraded. Über Nacht ist dann mal der Wachposten dran oder halt die Juwelenmine und dann geht das hier weiter und dann, ja. Ich würde sagen, ich mache oben meinen Angriff, damit ich meinen Sternenbonus kriege. Was sagt eigentlich die Schatzkammer? Schatzkammer sagt so, nojo. Truppen habe ich voll alles. Und dann gucken wir, ob wir wieder ein bisschen mehr farmen können. Ich habe halt dieses ganze Rambock-Gedingense gemacht. Habe ich aber nicht Gold gefarmt, sondern nur die Angriffe, wo ich wusste, dass ich gewinne und dass ich halt möglichst schnell die Punkte kriege. Die ist auch schon ein bisschen weit. Nee. Not worth. 241. Jo, da kann man doch mal. Aber hier ist das Gold in den Truhen drin, ne? Ja, sieht so aus, als wäre das Gold in den Lagern hauptsächlich. Und deswegen werde ich mal hier rüber reingehen. Oh Leute, ich habe sogar noch Rammböcke dabei. Das hier ist jetzt ziemlich kacke. Hier muss ich jetzt ein paar Magier mal setzen. Und oh lol. Die kriegen sogar die Riesen komplett down, trotz Heiltrank. Trotz Heiltrank kriegen die komplett down. Was ist das für eine Kacke? WTF. Ja, ist ziemlich kacke jetzt. Aha, schade. Ja, kann ich ziemlich vergessen. Ich mach mal den hier. Wird aber nicht so viel bringen. Kann ich vergessen, ey. So ein Shit. Also ich hätte gern, dass sie das Goldlager angreifen, aber... Ha. Ich habe noch einen Drachen eingepackt. Komm, gib mir Gold. Eigentlich will ich ja farmen. Dabei gewinnen, aber auch farmen der Regel. Und ich hätte mir den Heiltrank für den Drachen aufheben sollen, die Genie. Na, der atmet dreimal drauf, dann ist weg. Dann hier, vielleicht arbeitet es jetzt außenrum, geht auf das nächste Goldlager auch noch. Oh, das wäre geil. Das wäre schon cool, aber ich glaube, wenn er beim Goldlager ist, wird er hier abgeschossen von der Luftabwehr. Komm nahe zum nächsten, ja. Vielleicht hier runter und danach da.
Boah, das ist ja mal hier übelst nice. Nach oben oder nach vorne zu den Hütten, ja. Bitte geh zum Gold, lange wird zum Gold, 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 Gold. Hallo, da kommt jetzt immer ein Riese raus. Ja, Luftabwehr haut drauf. Okay, egal. Aber ich habe noch ein bisschen was abgekriegt hier, dadurch, dass ich jetzt den Drachen gesetzt habe. Ach ja. Jetzt kommen die neuen Truppen raus. Ich habe mal einen Heiler mit eingepackt und... Ja, ich habe ja auch ein bisschen mehr Platz drin und alles Mögliche. Und da kann ich mal schnell Ausbildung... Habe ich das nicht als... LOL? Okay, dann mache ich das mal hier. 15 Riesen wieder. Ein Heiler, 10 Magier, 2 von denen und davon noch ein paar. Genau. Und dann würde ich bei der... Kann ich nicht zuletzt verwendete Armee? Das war nur eher gut, das war... Ja, gut. Erstellen. Okay, dann mache ich das hier direkt. 15. 15 davon, 10 davon, 1 davon. Nee, das war falsch. 2 davon und der Rest hiervon. Speichern. Gut. Ja. Denn die Lager sind ja ausgebaut worden und da 2,25 Millionen kann ich gar nicht bauen. Ups, Schild aktiv, da will ich gar nicht hin. 2,25. Ja, ich habe alle Melixierlager ausgebaut. Luftabwehr kommt demnächst mal wieder dran und Mauern habe ich übrigens auch ein bisschen weitergemacht. Naja. So viel dazu. Ich werde dann gleich einen Drachen nochmal von mir selbst anfordern und ich mache mal hier unten den Tagesbonus oder so. Ich darf auch welche außen platzieren wegen den Hütten, die was verteilt sind. Ach genau, ich werde übrigens punktuell zwischenzeitlich demnächst noch mal ein paar Einheiten wechseln, je nach Base oder so. Mal gucken. Riesen ist halt immer effektivsten, deswegen. Ja, ich würde die halt mal mit außen setzen, dass die damit aufräumen und so. Ja. Ja, könnte noch was werden. Könnte noch gut was werden. Die Kampfmaschine ist noch gut dabei. Die wird das mal wegtanken. Oh. Ja. Ja. Schmeiß dann aus der Karte raus. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn du mal weiter wegfeuerst. Ja, wir haben wahrscheinlich hunderte. Hunderte Prozente. Ja, kriegen wir, denke ich. Noch eine, ernsthaft. Egal, 100%, schön. Sieg, okay. Und dann Schub. Ja, ich werde mal schon mal hier... Wachposten aktivieren. Und bauen. Kann ich was forschen? Joa. Kleinigkeit. Ich nehme einfach mal die Barbaren. Oh, kann ich schon wieder? Ja. Ich kann schon wieder. Ernsthaft? Das ist der einzige Hammer? Muss außen was platziert, da oben ist noch eine Mine, da ist noch der da. Da kann ich den noch platzieren und hier noch. Ja. Mehr oder weniger. Oh. Die hat's zerlegt. Ja, die Kanone hat gewechselt. Wir hoffen, wir kriegen hier noch die Hütte. Ja,
Also in letzter Zeit läuft es ganz gut. Ich kriege eigentlich jedes Mal den den Win zugesprochen und demnach die Belohnung. Das heißt, da kommen wir ganz fix durch. Ich könnte ja mal wieder ein paar Clankriegskämpfe mit aufzeichnen, aber manchmal sind das halt Clankrieg an ein paar Tagen, wo ich nicht da bin, und manchmal ist Clankrieg, wo ich einfach so mit angreife, aber dann ich das nicht abspielen kann, weil bis ich das nächste Mal wieder aufnehme, habe ich oder ist die Aufzeichnung nicht mehr da, weil der Krieg schon beendet ist und so weiter und so fort. Ja, das ist hier kann ich mal reinsetzen, so ist ja nett. Setz die Schützen außen rum, damit die das hier wegclearen, und die Einheiten für innen, dass die hier halt aufräumen. Ups. No, hau weg die Kacke. Sieht ganz gut aus. Die machen auch hier unten den Hammer weg, das ist schön. Ja, im Normalfall wären das auch wieder 100%. Ja, da sind die sich einig. Wollen die dann. Wenigstens können die alle auf einem Fleck laufen, blockieren sie nicht gegenseitig. Ja, 100%. Ich denke mal, das geht auch wieder ganz gut durch. 100%. Schön. Ich kann direkt theoretisch wieder angreifen und weitermachen, aber ist, glaube ich, gerade nicht so spannend. Ich mache hier oben nochmal einen Angriff. Ah, nee, Quatsch. Ah, ich wollte noch erst anfragen. Kampf beenden. Ich wollte noch erst eine Anfrage hier losschicken. Ups, da anfordern. Und dann schicke ich mir mal eben Sekunde. Drache Level 3. Zack, und da habe ich ihn auch schon bekommen. Okay, Handy weg. Und da kommt er angeflubbert. Wie, achso, oh, Braun hat er. Hat er nicht mitgezählt, ne? Habe ich kein. Ah. Waren das die letzten? Habe ich keine Heiltränke gerade im System? Soll ich echt 17 Juwelen dafür auf den Kopf hauen? Na, ja, komm, meinetwegen. Ausnahmsweise, wenn ich jetzt den Angriff machen kann für die Folge. Ich habe wahrscheinlich vergessen, das mit einzutragen. Oh, was haben wir denn hier? Ich glaube, hier fehlen den Minen, weil die Lager leer sind. Ja, ich würde die Riesen mal hier lang schicken. Oder so, oder. Oder hier reinlassen. Ich gehe mal ins Weiter, sicherheitshalber. Das wäre wahrscheinlich wieder ein Fiasko geworden hier in der Base. Ich gehe sicher jetzt mal beim Mainz weiter. Ich habe jetzt auch einen Heiler dabei, daran muss ich auch denken. Der wird halt von Luft aber wegrasiert, deswegen. Das ist nicht so schön. Hier wird ebenfalls wahrscheinlich wegrasiert. Aber ihr könnt über die Seite reinbrechen. Oh nein, nicht schon wieder. WTF, die waren ja instant weg, die Riesen. Ja, der hat auch wieder Truppen mit drin gehabt. Ich krieg überhaupt nichts hier. Komm, eine Magie raus. Mal gucken, ob es was bringt. So ein Shit, Mann. Ah, verdammt, die stehen nicht ganz drin. Oh Mann, die laufen noch außerhalb des Zielkreises. Ja, kannst du vergessen, ey.
Der hat da einfach Truppen drin. Ich brauche diesmal auch keinen Drachen rausschicken, glaube ich, auf hier bald. Oder? Ja, komm, ich hau einfach raus. Ich hab's ja. Das war total kacke. Gucken, ob der bis zum Lager fliegt oder so. Nee, der geht hier unten hin. Und er macht's Rathaus. Ja, egal. Es war blöd. Die Riesen, die waren ja instant weg. Wie kann das sein, ey? Ich hab Heiler gehabt, bloß Heiltrank drauf. Und der ist einfach plapp, instant kaputt. Das ist kacke. Irgendwie nicht viel für mich zu tun, ne? Muss halt ans Zauberbraun denken. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ja mal enttäuschend. Ich könnte noch mal ein paar Mauern upgraden und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, lass krachen. Und tschüss.